Hallo und willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir natürlich die Schenke endlich bauen können und hier bauen wir noch einen Ressourcenschuppen hin. Ja, das war so jetzt mein Plan. Ja, ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal 14 Steine, ein bisschen Holz. Und das läuft schon besser. Habe ich das überhaupt angemacht? Ja. So. Es wird schon wieder dunkel, das heißt, wir haben schon bald wieder Nacht, aber wir machen das jetzt noch fertig. Oh, Kalkstein haben wir auch eine Menge dazu gekriegt. Das ist schön. Können wir bald wieder ein paar Häuser verkalken, aber wir brauchen nur Steine. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das waren. 10, 11, 12, 15. Und nochmal 30 mit, so bereichen. Das haben die auch noch nicht so ganz raus mit dem Laufen hier. So, 10 Holzstämme brauchen wir. My little miracle is more than a ground bull. Have you ever done it? Autsch. So, und dann brauchen wir hier drin noch 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 20. And your child is silent for a bit too long. Ne, mir fehlt wieder welche. Aber wusste ich. The worst thing about this time of year are mosquitoes. Die sind ja geteilt, diese Dinger. I should bring my rifles over. Maybe not cousin Matthias though. Eins. Sieben.
Acht Stück. So langsam wird's dunkel. Weg da. So, die setzen wir nach und dann werden wir natürlich in der Nacht schlafen, wie sich das gehört für anständige Bauarbeiter. Und werden dann am nächsten Tag weitermachen. Mach ich schon wieder nicht. Bin ich jetzt doof? That fool you. He really is an idiot. That's what I call the true masculine scent. Gut, machen wir morgen weiter. Dann nehmen wir auch gleich die Bretter mit. Mein Mann kommt auch gerade nach Hause. Oh, it's you again. Das ist nett von dir. Birnensaft. Pass auf dich auf. Einmal waschen am frühen Morgen. Das muss auch sein. Achso, hier habe ich auch noch was verändert. Hier habe ich die umrandet und natürlich hier hinten Deko hingestellt. So ein bisschen jedenfalls, so wie es konnte. Hier war nicht so viel, weil er zu schräg ist. Hier habe ich ein bisschen was gemacht. Ein paar Fässer hingestellt, Bogen. Wäscheleine natürlich. Hier habe ich noch ein Klo hingestellt. Die kannst du leider auch nicht überall hinstellen wegen der Schräge. Ich hoffe, es gefällt euch so, wie es im Moment aussieht. Einfach mal schreiben in den Kommentaren. Tja, ihr habt ein bisschen fleißig was getan. So, Bretter brauchen wir. Und noch ein paar. Zu zweit, ein paar Holzstämme. Die sollten aber reichen. Und Steine können wir auch ein paar mitnehmen. Ich weiß, das reicht nicht, aber ich habe. Ich möchte das ein bisschen so weiterspielen wie ich es vorher. Ich habe es vergessen umzuschalten. Treten sich auch ewig auf Füße.
Jetzt Holz, alles fertig. Nur noch Stein, ne? Dann bringe ich das weg und dann... Another day, another adventure. Fängt schon wieder an. Ja, muss ich das wieder ein bisschen überspielen mit meinem Gelaber. Wenn man die Musik nicht im Hintergrund hört, aber ich kann die auch irgendwann mal ganz abschalten. Dann hört die auch mal auf zu stottern. So, der letzte Stein. Und da ist der Nahrungsmittelschuppen fertig. Jetzt haben wir hier unten auch einen. Und jetzt brauchen die auch nicht zu weit latschen. Das ist doch schon mal fein. So, hier muss ich einen Weg machen. Von da. Natürlich von da. Ist noch hier. So. Und dann werden wir... an der Mauer sitzen.
Ey, wie Eisenbarren brauchen wir jetzt? Drei Eisenbarren. Noch ein paar Steine. Cool, passt. Ich hab nix mit. Ja. Einfach Holztisch oder Holztisch? Ich glaube, wir machen diese Holztische, nicht diese, sondern diese. Und dazu. Diese hier. Sie hat Hunger und Durst. Da müssen wir ihr was geben. Everyone wants to talk after a few beers. Tell them how much they owe.
Gut, so wird's werden. Passt. Ja, guck mal. Das sieht doch eigentlich gar nicht so unschlecht aus. Jetzt brauchen wir das nur noch zusammenzubauen. Und hier kommt wieder ein Gartengedöns hin. Und vielleicht hier noch ein Haus oder zwei und dann ist abschüssig. Dann werden wir hier irgendwo einen Palisadenzaun machen oder gar nichts, das weiß ich noch nicht. Bei lieber Tiere oder so, mal gucken. Und in der Richtung. Oh, hier ist noch ein Baumstamm. Werden wir natürlich weiterhin Häuser bauen. So, ab hier denke ich mal. Werden wir wieder. Hier werde ich eine Straße ziehen. Die hier zwischendurch kommt. Ich hoffe, das passt. Kommt auch noch irgendwie Gartengedöns hin. Nicht daraus reisen? Achso, das ist. Oder mache ich da noch einen Weg? Nee, warte, mache ich anders. Ach. Ach.
So. Und hier wird das auch zu. Ja, wenn ihr denkt, das ist viel Platzverschwendung, das macht ja nichts. Da kommen ja noch Kisten und weiß der Geier alles hin. Alle so mit der Zeit. Ich wollte das nur schon mal so fertig haben. Wie es sein muss, warum tust du hier nichts und stehst da nur doof rum? Don't wish it were easier. Wish you were better. Wie ist das da jetzt eigentlich eine Frau? Ja, zur Sonderrichtigkeit, okay. Egal. Ja, wir sind schon wieder fast am Ende angekommen. Wir werden das jetzt noch eben verkalken und das natürlich mit Ton machen. Und der muss auch noch verkalkt werden. Wollen wir das nochmal eben tun. Es ist natürlich hier am Arsch der Welt die Taverne, aber... Das Dorf wird da immer größer und dann kann man das manchmal nicht verhindern. Ich hoffe, die Leute kommen da trotzdem hin. Aber warum auch nicht? Die brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir im Moment nicht, den nicht, den nicht. Die nicht. Und die auch nicht. Verkalken wollten wir und Tonbewurf wollten wir machen. Kann sein, dass wir auf der anderen Seite noch einen Brunnen bauen. Das wäre natürlich cool, wenn wir wieder bauen können. Aber in dieser Folge haben wir das geschafft, was wir machen wollten. In den Ressourcen nach den Lebensmittelschuppen hier hinten hin. Den zweiten. Und die Taverne haben wir jetzt hier stehen. So. Und ein bisschen was an Zäune gesetzt, aber die werde ich wieder alleine bauen. Da braucht ihr nicht dabei sein. Das wäre Quatsch. Na komm schon. So, der ist fertig. Prima.
Dann hauen wir noch eben hier das Holz dran. So, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier erstmal wieder Feierabend. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann noch eben den Kalkstein drauf setzen. Und dann wollen wir mal schauen, was wir weitermachen. Ich denke, dass wir ein bisschen mit dem Dings hier anfangen. Ich habe noch eine Idee, gerade ist mir eingefallen. Und ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen lieben Kommentar oder mal ein Abo da, wenn ihr neu seid, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Bis dahin, eure Tammy. Ciao.